Es ist einer der angesagtesten Treffpunkte für Weltmeister und Medaillengewinner in Schladming, die Audi Media Lounge. Bei einem Glas Champagner stoßen die Gewinner des Tages noch einmal auf ihren Sieg an. Das Besondere, die Atmosphäre. Die Athleten haben die Möglichkeit, dass sie sich da untereinander treffen, die Medaillengewinner und innen, die tauschen sie da aus. Und auch der Anhang, sage ich jetzt einmal, der engere Anhang, und das ist wichtig, weil eigentlich willst du mit die feiern. Natürlich gehören die Fans draußen auch dazu, aber da haben sie das erste Mal die Möglichkeit, so ein gemütliches Beisammensein. Wunderbar. Und so ist es klar, dass die Stars kurz nach der Siegerehrung auf der Medal Plaza immer wieder gern in die Audi Media Lounge kommen. Denn auch wenn einige Journalisten die Chance nutzen, die Stars noch einmal zu interviewen, bleibt die Atmosphäre ungezwungen. Ein Riesenunterschied zwischen Fernsehstudio zum Beispiel bei uns, beim ORF oder eben bei den Schweizern. Dort ist natürlich alles so vorprogrammiert und geplant. Zu uns kommen sie her und erzählen ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen. Und genau so soll es sein, weil es einfach locker hergeht. Mit den Moderatoren und Ex-Skiprofis Hans Knaus, Marco Büchel und Didier Küsch unterhalten sich die Stars über ihre Siegesfahrten und tauschen Anekdoten aus. Sie haben am Ende außerdem die Chance, einen Überraschungspreis aus dem Lostopf zu ziehen. Ein RS5 Cabrio für einen Monat, ein Besuch beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans oder VIP-Tickets für die DTM? Super-G-Weltmeister Ted Ligety zog die Teilnahme an der Audi Driving Experience und löste seinen Gewinn gleich darauf ein. Beim Schneeslalom im S4 drückte er ordentlich aufs Gaspedal. Entspannte Atmosphäre in der Audi Media Lounge und dann Action mit Audi. Dieser Mix gefällt den Medaillengewinnern in Schladming.